Ja, der ist gut. Der ist sehr gut, bin ich zufrieden. Der sieht sehr gut aus. Hohoho. Das Paar gespielt. Ach, sensationell, das ist natürlich schön. Also. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind jetzt heute im Sennegolf-Club Gut Welschow. Das ist mein Heimatkurs. Die Frontline sind durch. Die verlinke ich euch links oder rechts. Die könnt ihr dann auch sehen. Also, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, dann würde ich sagen, hier abbrechen und erstmal das Video der Frontline angucken. Ist ein schönes Video, meiner Meinung nach. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Und ja, ich nenne jetzt hier den Score nicht, weil den nenne ich gleich mal später, gleich irgendwie am Ende dieses Loches, damit der ein oder andere sich nicht den Spaß versaut und ja, sagt, oh Mensch, jetzt weiß ich ja schon, was auf den ersten neun passiert ist. Also, los geht's. Das ist hier die Bahn 10, die längste Bahn des Platzes. Ich habe 518 Meter bis Grünanfang. Wenn ich hier eine 6 spiele, bin ich total zufrieden. Müsste ich für mein Handicap auch. Ich habe auf den Back 9 auf jeder Bahn nur immer einen vor. Also von daher, wir müssen uns konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren. Und wir werden jetzt mal sehen, was da rauskommt. Ich freue mich auf jeden Fall auf 9 weitere schöne Löcher. Und jetzt geht's los. Ja, ist ein bisschen flach, ist aber nicht schlimm. Der macht seine Meter. Auf jeden Fall ein guter Start in die zweiten 9. Daumen drücken, weiter geht's. Ja, der war sehr flach, das habt ihr gesehen. 170 Meter, das ist jetzt nicht der längste, nicht schlimm. Ich nehme jetzt das erste Mal auf der Runde das Hybrid 3 in die Hand. Ich hoffe, es belohnt mich und bestraft mich nicht. Ich möchte da in Richtung des Bunkers spielen, den ihr da hinten seht. Das wäre jetzt das Ziel. Ah, der ist zu weit rechts. Ui, der ist ganz schön rechts. Ja, der liegt da im hohen Gras bei den 300 Meter. Ja, also dieser Schläger ist gerade nicht mein Freund. Den hätten wir weglassen sollen. Ja, das war jetzt dann nicht so der Schlag, den ich mir gewünscht habe. Der ist dann sehr weit rüber gekurvt. Achter Eisen jetzt. Ziel ist es, über diese kleine Baumausbuchtung so leicht links davon hinweg zu spielen. Den Ball in eine gute Position zu bringen für einen vierten Schlag aufs Grün. Mehr ist hier nicht zu tun. Also hier ist jetzt nicht irgendwie Captain Herkules auspacken oder sowas angesagt. Haben wir Pech gehabt. Er ist leider genau in die Bäume gegangen, aber der liegt da vorne. Ja, schauen wir mal. Da war ich dann doch irgendwie zu gierig, zu aggressiv im Ball. Jetzt haben wir 142 Meter bis Grünanfang, also wir schauen jetzt mal, dass wir jetzt hier keine Experimente machen und einen brauchbaren Eisen-7-Schlag machen. Der war nicht wirklich schön, aber ich kann euch wieder zeigen, was ich immer mache. Den wollt ihr zurücklegen, natürlich. So, wir haben 30 Meter bis Grünanfang. Der fünfte muss dann jetzt natürlich irgendwie in eine gute Position kommen. Ja, diese Bahn ist dann jetzt wieder so eine Kümmelbahn, aber sowas habe ich leider manchmal. Ist nicht schlimm, es war jetzt der fünfte. Das sollte eigentlich nicht passieren. Jetzt habe ich schon 5 Schläge. Also das ist jetzt, es ist ein paar 5. Ich sollte eigentlich jetzt schon den Schlag zum Bogey machen. Zum Versenken. Vielleicht machen wir es ja. Ja, dieser Schlag bringt mich zumindest in eine halbwegs gute Position, um das Doppelbogey zu retten. Das wäre dann jetzt allerdings auch das absolute Minimalziel, ehrlicherweise. Es dürfte wieder so ein Meter sein, gut ungefähr, bis zum Loch. Ja, ist eigentlich völlig gerade, also ruhig reinlaufen lassen. Das ist das, was ich mir jetzt wünschen würde, zur 7.
Machen wir nicht. Wir spielen das Triple Bogey. Das ist dann natürlich böse. Mit dem Doppel Bogey hätte ich noch leben können, aber das Triple Bogey ist doof. Das war nicht der Start, den ich mir gewünscht habe. Aber ja, man muss es nehmen, wie es kommt. Paar 3. Die Bahn 11. Für mich 109 Meter, 110 Meter bis Grün Mitte. Ich möchte jetzt ein ganz lockeren, kurzgegriffenes Eisen 9 spielen und den irgendwie auf dem Grün platzieren. Das ist das leichteste Loch. Jedenfalls auf dem Platz, also auf dem Tableau, aber zum Spielen irgendwie nicht. Ja, ist viel zu weit rechts. Ja, der ist im Bunker. Okay, die Sandspiele sind eröffnet. Ja, nicht so dreimal schön das Ganze. Da seid ihr. Ihr seht mich von hinten. Ich muss jetzt gucken, dass wir den da hinspielen irgendwie. Er ist nicht im Bunker gelandet. Das ist schon mal auf jeden Fall auch nicht schlecht. Ja, der ist gut. Der ist sehr gut. Bin ich zufrieden. So, das ist jetzt der kleine Pitch da. Der hat jetzt ganz gut funktioniert. Jetzt gucken wir, dass wir vielleicht ein bisschen was zurückholen können von dem, was wir gerade falsch gemacht haben. Das ist jetzt der Par-Putt. So. Nein, er wollte nicht rein, also ist es das Bogey. Das ist aber auch in Ordnung, nachdem wir den eben nicht getroffen haben. Also, die 4, alles in Ordnung. Danke dir. Ja, ihr Lieben, Bahn 11 ist durch. Das war, jetzt kann ich es ja mal erzählen, so ein bisschen, als die Frontline waren, für mich eigentlich, muss ich sagen, sehr zufriedenstellend. Klar, das Triple Bogey hat natürlich auf der 8 ein bisschen wehgetan, aber dann die Bahn 9 war dann wieder natürlich, ja, Premium. Da hat alles so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist toll, auf der Bahn, auf der schwersten Bahn, dann im Prinzip dann so nochmal zurückzukommen und ins Handicap zu spielen. Und dann, ja, 19 Nettopunkte waren es für mich bei meinem Handicap von aktuell 16,9. Ich spiele hier den Platz mit 19 Vorgabeschlägen. Nur die 9 hat 2 Vorgabeschläge, ansonsten alle ein. Und ja, die 10, ihr habt es gerade gesehen. Es ist irgendwie, keine Ahnung, manchmal habe ich solche Dinge an. Boah, geht nichts zusammen. Da muss man so eine 8 schlucken. Hier hätte ich jetzt gerne die 3 gespielt, tatsächlich auf der Bahn. Das wäre auch möglich gewesen. Ich habe jetzt gerade noch jemanden wieder vorgelassen. Es ist der 4. Flight, den ich vorgelassen habe heute. Ich hatte eigentlich gedacht, der heutige Tag wäre gut. Ja, scheinbar ist dann doch der Montag nicht unbedingt der beste Tag. Ich habe im Moment die Möglichkeit, da mittags auch zu spielen. Von daher, ja. Aber sei es drum, jetzt geht's auf die Bahn 12. Und da habe ich Bock drauf. Weiter geht's. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock, weiter zuzugucken. Und wenn dem so ist, tut mir bitte mal einen Gefallen. Kommentiert. Gebt mir einen Daumen hoch und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt auf dem Kanal, dann bitte aktiviert die Glocke bzw. abonniert den Kanal und drückt das Glöcklein. Also in diesem Sinne, weiter geht's. Wir sind auf Bahn 12. Bahn 12 ist so eine Bahn, auf der gefühlt immer Gegenwind ist. Für die Leute, die hier im Golfclub spielen, werden wissen, was ich meine. Irgendwie ist auf Bahn 12 immer Gegenwind. Heute nicht. Es ist gar kein Wind. Jetzt hier im Moment ist es wirklich gefühlt komplett windstill, die Fahne, das Fahnentuch an der 11 hängt auch runter, leblos sozusagen. Hier ist jetzt wieder mal geradeaus spielen angesagt, das Fairway ist breit genug. Ich muss allerdings den Ball vernünftig treffen. Den Herrn, den ich gerade vorbeigelassen habe, hat sich jetzt sehr beeilt, das war nicht notwendig. Vielen Dank, wenn du das siehst, super, war total lieb, hat alles wunderbar geklappt. Ich danke dir sehr für dein Verständnis. Ein leichter Draw, der ist nicht schlecht, ist ein bisschen links, aber kommt schön zurück, kommt schön rum, liegt auf dem Fairway. Ja, also da bin ich heute natürlich zufrieden. Bisher sind die Drives gut. Da will ich mich gar nicht beschweren. Also das ist alles in Ordnung. Der war vielleicht ein Ducken weit vorne getroffen. Vom Gefühl her hatte ich so ein bisschen, kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr mit einem Driver jetzt als Beispiel schlagt und wenn ihr den an der Spitze trefft, dann habt ihr so ein bisschen das Gefühl, als ob der Schläger
so nach vorne sich wegkippt im Treffmoment, ist ja logisch, weil die Kraft ja vorne ist und logischerweise merkst du das in dem, und so war das jetzt gerade, aber trotzdem habe ich den schön von innen durchgezogen und Schlagfläche war geschlossen im Treffmoment im Verhältnis zur Schwungbahn und so hat er so eine ganz leichte Drawkurve gehabt. Bin ich zufrieden, schön. Der leichte Draw war dann 201 Meter lang, also super schön. Hier ist jetzt wieder gefühlt ein bisschen Wind, aber nur minimal. Also das tut nichts zur Sache. Ich habe 173 Meter bis grünen Anfang. Links seht ihr an den Sträuchern, das ist Wasser, da wo auch der schöne Springboden dort im Wasser steht. Halten wir uns von fern. Es geht eher darum, tendenziell den Ball ein bisschen nach rechts zu spielen und den dritten drauf zu spielen. Eine Bogey wäre hier schon für mich völlig in Ordnung. Ein akzeptables Ergebnis. Schlecht, der war vorher verkantet und der ist wahrscheinlich im Aus. Ja, der ist im Aus und der wird sogar weg sein. Das heißt, der erste Ball verloren. Schade, schade, schade. So, der, ich werde von irgendwelchen Sachen aus den Bäumen werde ich hier fast erschlagen. Also, der ist scheinbar an irgendwas drangekommen und ist wieder rausgekommen. Er liegt jetzt auf dem Weg. Ich bin Linkshänder und wenn wir über straflose Erleichterung sprechen, von dort aus muss ich praktisch in die Sträucher gehen. Also mache ich jetzt hier natürlich Folgendes. Ich spiele jetzt praktisch den Ball so, wie er liegt. Das ist dann die mögliche Regel. Alles andere funktioniert hier halt nicht. Also spiel mal, wie er liegt. Das ist jetzt dann der dritte Ball, der dritte Schlag. Also von daher wollen wir uns da jetzt auch mal nicht beschweren. Das ist jetzt mal alles in Ordnung. Ist immer noch besser als der vierte von da hinten. Das wird ein Fall für meinen Chipper. Der Ball sollte kurz vorm Grün aufkommen und dann etwas ausrollen. Das wäre das, was ich mir jetzt hier vorstelle. Ungefähr so. Das wär das Paar gewesen. Oh, schade, 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 schade. Oh, ja. Gut, meckern wollen wir nicht, oder? Also, nachdem ich da jetzt so viel Glück hatte gerade eben, ja, alles gut. Also dieses Bogey, muss ich sagen, ist dann wirklich ein sehr glückliches Bogey. Wobei klar, der hätte jetzt auch in die Fahne gehen können und reinfallen können, aber wir wollen auch mal nicht größenwahnsinnig werden. Also jetzt, wenn wir den jetzt reinspielen, dann ist es ein sehr schönes Bogey, muss ich ganz ehrlich sagen. Also freue ich mich. Ja. Easy und safe. Also, die 5-4. Uiuiui. Ihr seht mich an Bahn 13. Bahn 13 ist Par 3, 163 Meter lang. Und ja, es ist wunderschön. Wie ich finde, ist eines der schönsten Löcher, wenn nicht gar das schönste Loch. Wie sagt man? Signature Hole, also das besondere Loch, das herausragende. Für viele Spieler ist das Wasser ein riesengroßes Problem. Das ist im Spiel für viele Leute. Passiert mir auch mal, dass da mal einer reingeht, weil man den schlecht trifft. Generell ist es ein ganz normaler Schlag. 143 Meter bis grün Anfang, 157 bis grün Mitte, 173 bis grün Ende. Von diesem Punkt aus, also 2 Meter können wir nochmal abziehen. Ich habe leichten Gegenwind, Eisen 5 in der Hand. Ein ruhiger Schlag wäre jetzt hier das, was helfen würde. Nein, du solltest nicht mitfliegen, das bringt nichts. Ein ruhiger Schwung mit einer ruhigen Drehung Richtung Grün. Der sieht sehr gut aus, hört sich auch gut an, ist ein bisschen links, aber der müsste eigentlich drauf sein. Ja, er ist drauf, sehr schöner Schlag. Also, hat er euch auch gefallen? Wenn ja, gebt mir einen Like. Und wenn er euch super gefallen hat, dann gebt mir noch einen Kommentar dazu. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht schaffen wir das Paar. Bogey ist aber
bestimmt aus 10, 15 Meter auch akzeptabel, aber das Paar ist möglich. So, das war dann jetzt ein sehr schönes Eisen 5. 155 Meter in der Luft und irgendwie 158 Meter, würde ich mal sagen, overall. Er ist also noch ein bisschen nachgerollt. Bin zufrieden. Wenn ich den ersten Schlag auf dieser Bahn aufs Grün bringe, dann habe ich zumindest immer eine gute Chance, ein brauchbares Resultat hier reinzuspielen. Und es gibt ja sogar die Chance aufs Paar. Technisch gesehen sogar die Birdie-Chance. Wir wollen aber die Kirche mal im Dorf lassen. Das sind bestimmt 10 Meter. Tempokontrolle ist jetzt hier das oberste Ziel. Richtung leicht rechts von der Fahne, von eurer Position, von dort aus, wäre die Position etwas links. Der reicht nicht gegen den Hang, das geht stark bergauf und das ist das, was ich dann meine. Dann wird es dann am Ende trotzdem schwer. Also das ist immer noch möglich, jetzt hier das Paar zu spielen. Ist aber jetzt kein Geschenk aus irgendwie 2 Meter. Also das ist halt das Problem. Wenn man dann die Längenkontrolle nicht hinbekommt und der dann zu kurz ist, so deutlich zu kurz, ja, trotzdem aus dieser Entfernung. Das kann ich. Boah, der ist also wirklich Millimeter dran vorbeigelaufen. Schade. So wird's das Bogey mit 3 Putts. Das tut mir natürlich ein Tucken weh. Hätte ich gerne nicht gehabt, das Wort Tucken, ich weiß. Finden auch einige von euch total toll. 3 Putts, das war jetzt nicht schön. Trotzdem ist es das Bogey. Also von daher im Ergebnis ist das okay. Nummer 14, sind nur 260 Meter bis grün anfangen. Ich habe jetzt hier auch nur ein Eisen 5 in der Hand. Wenn ich das wiederholen kann, was ich gerade gemacht habe, wäre das perfekt. Also einfach nur ein lockeres Eisen 5 nach vorne. Ja, das war wieder genau dasselbe wie eben auf der 12. Leicht beim Ausholen im Boden hängen geblieben und schon verkannte ich das Schlägerblatt. Also schwierig, weiter geht's, egal. Das war jetzt ein Schlag, den die Welt nicht braucht, den man aber manchmal halt einfach nehmen muss. Ich habe jetzt wieder das Eisen 5 in der Hand und versuche den flach nur Richtung Fahne zu pushen oder einfach flach zu spielen halt. Das hat nicht so wirklich super geklappt, aber was soll ich sagen, es ist in Ordnung. Also ich kann jetzt den dritten trotzdem drauf spielen. Das ist jetzt nicht so weit von da. Also wir bleiben einfach ruhig. So ihr Lieben, ich habe jetzt das Eisen 8 in der Hand. 123 Meter bis grün anfangen. Das müsste eigentlich gut reichen. Ich muss jetzt einen sauberen Ballkontakt hinkriegen und das, was ich gerade gemacht habe, am besten schnell vergessen. Wieder, da ist Wasser gesteckt, das heißt, das ist dann jetzt der, ja, der ist dann weg. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da jetzt hier mache, also, So, das hat ja mal gerade so gar nicht geklappt. Wir machen dann jetzt hier, hab jetzt hier gedroppt, das ist dann jetzt der 5. Wenn dann die Konzentration irgendwie raus ist, dann wird es schwer. So, technisch gesehen der 6. Schlag. Ich nehme jetzt nicht mehr das Wedge, sondern nehme eins aus meiner Eisenserie. Ja.
Ich glaube, ich sollte generell diese Annäherungsschläge immer mit dem Gap-Wedge aus der Eisenserie Apex DCB machen. Ich fühle mich mit dem einfach wohler. Aber klar, wenn man ein bisschen mehr Höhe gewinnen will und nicht so viel Roll haben will, dann nimmt man natürlich gerne so ein richtiges Wedge, so ein kerniges mit richtig harten Grooves. Wenn man es nicht bedienen kann, hilft es aber nicht. So, das ist jetzt übrigens ein Chrome Soft X, den ich hier spiele. Der ist ein bisschen älter. Ich hatte von den Chrome Tour X nur noch den einen letzten Ball. Das ist jetzt ein Chrome Soft X. Das entspricht aber dem Chrome Tour. Das ist im Prinzip das Vorgängermodell. Also sollte dem halbwegs ähnlich sein. Fühlt sich auch trotzdem sehr gut an. Ja, und geht dann zur 7 tatsächlich noch rein. Wir haben also zwar den Streicher gespielt. Also das ist dann so eine Bahn, wo, wie ich sagen muss, das ist die Hölle. Ne? Abschlag, Ball im Wasser, ein Hacker. Und dann geht so ein Ding aus 3 Meter dann rein. Ja. Die Bahn 15, 367 Meter von hier aus bis Grün Anfang. Ja, ich spiele jetzt natürlich mit diesem Ball weiter. Der ist dann schon mindestens 1-2 Jahre alt. Ist trotzdem für mich ein guter Ball, hat man gerade gesehen. Der Putt war auch sehr gut. Also, der Ball taugt mir. Chrome Soft, Chrome Tour X und wie sie alle heißen, die guten Callaway-Bälle, mit denen ich mich so wohl fühle. Sehr schön, der Schnur geradeaus. Das ist sehr gut. Ja, wunderbar, der rollt noch. Sehr schöner Schlag, bin ich sehr zufrieden. Nach so einer 7 braucht man auch immer so ein bisschen was wieder für Herz und Verstand, dass es doch geht. So, zeige ich euch mal, ich zoome mal da ran, so weit wie ich da hinkomme. Ihr seht es auf dem Grün, die Fahne steht oben. Das macht dieses Loch immer ein bisschen schwerer, wenn die Fahne hinten auf dem oberen Tableau steht. Aber gut, wir gucken jetzt mal, dass wir den Ball trotzdem sauber vorgelegt bekommen. Was anderes ist jetzt hier auch erstmal gar nicht nötig, denn es sind noch 180 Meter bis grün Anfang. 191 Meter war der Drive, also völlig in Ordnung. Jetzt heißt es mal wieder einen geraden Schlag hinzukriegen, ohne großes Zirkus und Zinnober. Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Der ist gut, der ist zwar ein bisschen nach rechts raus. Aber genau da sollte der hin, also perfekt, das war jetzt gut gespielt für mich persönlich. Das war jetzt nicht das längste Eisen, 5, irgendwie 140 Meter. Tut nichts zur Sache, alles in Ordnung. Man muss nicht immer lang schlagen. Wichtiger ist, das habt ihr gerade auf der 14 gesehen, dass der Ball auf dem Platz ist. Und jetzt habe ich wieder mein Gap-Wedge aus der Eisenserie Apex in der Hand und möchte wieder das machen, was ich eben auch gemacht habe. Genau, jetzt muss er nur hochkrabbeln. Tut er nicht, der ist etwas zu kurz. Nicht schlimm, ist der dritte drauf, alles ist fein. Bogey hier, bin ich total zufrieden. Also wirklich. Ja, es fehlten jetzt ungefähr so 3-4 Meter in der Luft. Dann wäre er oben gewesen auf eurem Plateau. Ihr seht ja, ich bin ja jetzt hier etwas unterhalb. Jetzt heißt es wieder Längenkontrolle und den Ball in eine Position kriegen, dass wir mit 2 Putts runtergehen und nicht einen 3 Putt kassieren. Ja, das ist, weiß ich nicht, never in, never up, so irgendwie, so ein bisschen würde der Engländer sagen, nichts Halbes, nichts Ganzes, der ist nicht drin, aber auch nicht schlecht. Vielleicht ist es ein Meter, 1,10 Meter. Konzentration. Aber 14 hat der Putter gut funktioniert, warum soll das jetzt hier nicht auch so sein? Das wäre dann die 5. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mit 2 Putts die 5 gespielt. Super. Die Bahn 16. Ein paar 5 nochmal. 435 Meter lang. Ist ein Dogleg nach links rum. Also Ziel ist es, da hinten könnt ihr so einen weißen Pfeiler sehen. Wenn wir da etwas links von bleiben, wäre das total schön. Aber generell einfach nur eine gewisse Grundlänge haben, damit wir das Dogleg erreichen und runterspielen können.
Ui, der ist ganz schlecht. Upsala, upsala, upsala. Ja, springt zurück, liegt aber alles in Ordnung. Nicht der schönste und das hilft auch nicht wirklich auf dieser Bahn, aber nun gut. So, den Abschlag haben wir so ein bisschen von außen erwischt. Habe jetzt das Eisen 8 in der Hand und Ziel ist es hier jetzt, ich stehe ein bisschen unterm Ball, könnt ihr sehen, den Ball vorzulegen, weil das ist das Einzige, was hier geht, um wieder gerade runterspielen zu können. Es war zwar nicht das, was ich wollte, aber das Ergebnis ist trotzdem gut. Es sind bergab jetzt noch 170 Meter knapp bis zum Grün. Ich nehme ein Eisen 7 trotzdem nur. Ziel ist es jetzt, den Ball in eine gute Position zu kriegen vorm Grün und den vierten draufzuspielen. Das ist dann halt das, was man, ja, was man halt eben dann hinnehmen muss, wenn man den Abschlag da oben leider an die falsche Stelle bringt. Das sieht gut aus, das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, der liegt im Vorgrün. Guter Ball, der ist über den Hügel rübergerollt. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch jetzt, was ich jetzt hier gemacht habe. Der Ball lag im der Boden in Ausbesserungszone. Da darf ich nicht spielen. Logischerweise habe ich dann jetzt den Friedrop genommen. Nicht näher zur Fahne, außerhalb, so dass ich nicht gestört bin im Schwung. Und nehme jetzt hier meinen Chipper und schaue, dass ich den jetzt dann in Richtung Fahne kriege. Das ist der vierte Schlag auf diesem Par 5. Aber etwas zu wenig, schade. Dass dann jetzt der Par Putt, haben jetzt vier Schläge liegen auf dem Grün, gar nicht so einfach. Dieses ist der 16. Grün. Ist das Grün mit den meisten versteckten Breaks. Es geht hier nur rauf, runter. Überall sind kleine versteckte Abhänge, Winkel gerade drin. Das ist ganz schwer. Also jetzt hier den Par-Putt zu 5. Der sieht sehr gut aus. Das Paar gespielt, ach, sensationell, das ist natürlich schön. Also, da sieht man wieder, ich vertraue diesen Chrom-Softbällen einfach blind. Die sind für mich am Putter einfach eine Rakete. Wir sind erneut nochmal auf einem Paar 4. Das ist die Bahn 17. Das sind 358 Meter. Da hinten in der Mitte seht ihr so einen schwarz-weißen großen Pfahl. Der soll so die Richtung markieren, wo man denn idealerweise hinspielt. Also wollen wir das mal befolgen und nachmachen. Oder überhaupt machen. Ja, ein sehr flacher Ball. Nicht schön auf dieser Bahn. Auch nicht gut zu gebrauchen, ehrlicherweise. 78 Meter mit dem Bleiball sind eindeutig zu wenig. Aber wir legen jetzt mit dem Eisen 5 den Ball einfach nur wieder in die richtige Richtung. Genau so. Perfekt. Der dritte Schlag muss dann jetzt drauf. Ja, das war jetzt ein ganz guter Schlag. Ich habe jetzt noch 122 Meter bis grünen Anfang, habe wieder mein Eisen 8 in der Hand. Und mit einem lockeren Schwung wäre es jetzt schön, den aufs Grün zu bringen. Na, der ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen rechts vielleicht, aber. Der liegt, das ist alles in Ordnung. Ganz fein, alles gut. Ich stehe hier ein bisschen unglücklich, aber das sollte gehen. Also das ist jetzt der vierte Schlag, der müsste jetzt dann auch wieder übers Vorgrün ganz leicht dann hinrollen. Ja, das macht er zwar nicht ganz so, wie ich es wollte, aber das ist okay, alles in Ordnung. Wir haben hier wieder die Chance aufs Bogey. Auch wieder etwas für Kämpfer Natur. Sind diesmal aber bestimmt 2 Meter. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir es hinkriegen. Also Konzentration, der Ball taugt. Ich mag ihn. Schauen, ob wir es hinbekommen.
Nicht ganz, er rollt mir ganz klar weg. Ist an die 6. Ja, okay, muss man nehmen. Ist halt, kann ja nicht immer reingehen. So, das ist die Bahn 18. Die letzte Bahn ist nochmal ein paar 4. Ja, das ist auch nur 310 Meter bis grün anfangen. Es ist aber zwischendrin ein Graben unten so bei 220, 230 Meter. Ich liege jetzt nach 17 Bahnen auf 89 Schläge. Die Backline waren eher so mittelmäßig. Jetzt heißt es zusammenhalten und ja, nochmal ein Bogey wäre schön. Den Ball jetzt gerade hier runterspielen. Ist mir leider nicht gelungen. Das war also wirklich scheußlich. Das war genau der Schlag, den ich machen wollte. Der geht jetzt noch über den Hügel und rollt mir genau dahin, wo ich ihn hinhaben wollte, so dass ich eine gute Position für den dritten Schlag habe. Also alles ganz fein und alles gut. Ja, ein sensationell gutes 8er Eisen, 149 Meter, aber hier geht es auch relativ steil bergab. Das heißt, der wird so beim Hügel 125 Meter gehabt haben und ja, ist dann jetzt für mich 96 Meter bis grün Mitte. Die Fahne steht oben, steht also ziemlich weit hinten. Brauchen jetzt also eigentlich auch wieder nur einen ganz lockeren Schlag, um den dritten safe auf dem Grün zu positionieren. Und genau das ist jetzt das Ziel. Der sieht sehr gut aus, der sieht sehr gut aus. Der ist auf der Linie. Ja, der ist drauf, ist von ganz klein kurz. Ich war ein ganz klein wenig fett, glaube ich, am Ball, aber das ist grundsätzlich trotzdem ein sehr guter Schlag gewesen für mich. Ja, wir haben das Minimalziel wieder erreicht. Wir sind mit dem dritten drauf, auf dem letzten Grün. Und jetzt gucken wir, das Bogey noch zu spielen zur 94. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier mit dem dritten Schlag auf dem Grün. Und das ist nochmal ganz schön tricky, denn es hängt nach links weg auf halber Strecke. Ich muss also etwas weiter rechts anspielen. Und jetzt gucken, dass ich den Ball irgendwie ans Loch kriege, um dann safe das Bogey zu spielen. Ja, reicht natürlich nicht. Ja, der ist viel zu wenig. Sehr schade. Kein guter Putt. So, Jungs. Ja, das ist jetzt dann hier der Putt zur 5. Kein einfacher Putt. Wir wollen mal schauen, ob wir den in irgendeiner Form da jetzt ins Loch kriegen. Ja, diese langen Dinger, die kann ich irgendwie, komischerweise. Also die 5. Es ist das Bogey nochmal geworden zum Schluss. Ja, damit ist es die 94. Das ist natürlich am Ende grundsätzlich mal gar nicht so schlecht. Also das, was ich euch sonst so gezeigt habe, waren teilweise deutlich höhere Runden. Aber ich hätte eine 91 spielen müssen. Für mich wären das jetzt also 33 Nettopunkte. Bin trotzdem zufrieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir zuzuschauen hier auf meinem Heimatkurs, dem Sennewolf-Club Gut Welschhof. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonnieren, liken und gerne kommentieren. Das hilft mir, damit YouTube mich mehr anzeigt und die Community noch mehr wachsen kann. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Sven.